Also Trance war natürlich schon meine Leidenschaft schon immer und ist sie sicher bis heute auch noch, wenn ich die alten Lieder höre. Aber der Trance hat sich entwickelt und so ist es auch bei mir. Im Komplex 457, ist das richtig? Genau. Finde ich einen coolen Namen und einen coolen Club. Was ich schade finde, auch viele Clubs in Zürich, die auch Minimal und so machen, tun mich einfach, schon gar nicht das Thema nicht, um mich überhaupt buchen, aber die verpassen etwas. Weil die wissen gar nicht, was ich spiele. Ich spiele nämlich wirklich Clubsound. Und auf der ganzen Welt wissen sie es und buchen mich, nur in Zürich nicht. Ich musste halt auch feststellen, dass in der Szene sehr viel Neid rum ist, sehr viel Schlechtes auch rum war. Also es ist nicht nur in der Szene, ich glaube, das ist im allgemeinen Leben so. Auch wenn man sonst irgendwo arbeitet, Mobbing, all das Ganze, leider gibt es das. Niemand mag jemandem etwas gönnen oder vor allem Dankbarkeit bei den Menschen ist halt sehr, sehr rar geworden. Also man vergisst zum Teil, woher man kommt. Also das finde ich das Schlimmste. Nein, also mega reich. Ich bin reich im Herz. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wie viele Künstler, wie viele Künstler es halt auch geht, geht es mir auch ein bisschen. Oder? Dass man halt einfach in der Vergangenheit schlechte Verträge unterschrieben hat und nicht viel davon bekommen hat, von dem, was man verkauft hat. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber es ist so, wie es ist. Und das merkt man halt in der Szene, dass man dann, also ich merke es an dem, dass man dann halt einfach kaum macht man nicht etwas, das aktuell ist, wird man nicht mehr gebucht. Und Energy zum Beispiel, ich meine, ich habe mehrmals CD gemixt, wir haben Platin verkauft und jetzt dieses Jahr buchen sie mich nicht mehr, letztes Jahr nicht mehr. Dann muss ich mich schon fragen, wo bleibt Dankbarkeit in der Szene? Was hat man, entweder, also man hebt es zusammen oder nicht und da sieht man, da wird man einfach weggerührt. Ich könnte schon fast Mami sein, aber irgendwie fühle ich mich eben so, doch schon fast immer noch so jung. Also ich bin trotzdem bin ich wirklich hängen geblieben und habe das Gefühl, ich bin immer noch 20. Also stört es mich auch nicht gross, wenn ich schon so vor zum Beispiel 15-16-Jährigen schon auflegen oder so. Wenn ich zum Beispiel allein im Flugzeug bin, im Hotel, nach dem Auflegen. Dann denke ich so auf. Zuerst siehst du einfach so tausende von Menschen und dann bist du einfach allein. Das sind so Momente, die nicht so schön sind. Burnout, Burnout, Burnout. Nein, ich bin jetzt wieder da.